Salam Deutschland, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Heute sprechen wir über Bilder und ihre Effekte und was sie in unserer Gesellschaft gerade in Bezug auf Muslime auslösen. Deswegen hoffen wir auf eine spannende Folge mit vielen, ja, sowohl auch nicht so schönen Bildern, aber auch schöne Bilder, die wir vielleicht porträtieren können mit unserem Gast. Viel Spaß bei der Folge. Salam. Salam, 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 So, grüß dich, Bismillah, Salam und Moin. Moin, moin und Salam. So, wir haben eine Einstiegsfrage immer zum Podcast. Die würde ich dir auch stellen, um in das ganze Gespräch einzuleiten. Und zwar, wenn ich dir einen Tee servieren dürfte, welcher wäre das und warum? Das wäre ein klassischer schwarzer Tee. Okay. Bitte mit ein bisschen Zucker, wenn du hast. Warum? Einfach weil es ja mein liebster Tee ist und weil ich den gerne und viel trinke. Ja. Ganz wenig oder auch manchmal gern sehr viel Zucker. Also Mittel. Okay. Sehr cool. Ja, ich freue mich auch schon, dich vorstellen zu dürfen. Wir haben Julius Matuschik bei uns. Du bist zugegebenerweise, Julius, der erste ja, nicht-muslimische Gast in diesem Podcast. Wow. Aber auch bezeichnend, weil wir mit dir zusammen auf einen bestimmten Blick hinarbeiten möchten. Aber vielleicht bevor wir dazukommen, zu deiner Vorstellung, du kannst dann gerne ergänzen, du bist Fotojournalist, ne? Wenn man das, glaube ich, so sagen darf, oder? Ja, genau, ich bin Fotojournalist. Also erstmal, dann ist es mir eine besondere Ehre, dass ich da sein darf, dass ich mit dir sprechen darf. Genau, ich bin Fotojournalist. Fotojournalist, das ist im Prinzip, ja, Fotoreporter kann man sagen, dass man mit Bildern Geschichten erzählt aus dem Leben. Und ich habe das studiert in Hannover. In Europa gibt es das, glaube ich, 3 oder 4 Mal. Und in Deutschland leider nur den Studiengang in Hannover. Deshalb bin ich eigentlich ein, ja, Süddeutscher, der im Norden gelandet ist, für den Studiengang. Genau. Sehr Und cool. das studiert man so 4 Jahre normalerweise. Aber ich habe ganz viel länger studiert, weil ich ganz viel mir Raum genommen habe, um so ein bisschen herauszufinden, was sind meine Themen, was möchte ich fotografieren, wofür brenne ich. Genau, ich glaube, der Rekord war bei uns mal, dass jemand 30 Semester studiert hat. Oh, krass. Der Durchschnitt sind so 12 und ich habe 17 studiert, also auch ganz schön viel, ganz schön lange. Aber man ist dann halt schon so Freiberufler und ist günstig versichert als Student und dann, ja, arbeitet man eigentlich schon. Und dass man dann den Bachelor macht, das ist dann so ein, ja, eigentlich noch nur noch so ein i-Tüpfelchen. Ah, okay. Ganz viele machen den auch gar nicht, weil sie schon so gut im Beruf sind. Genau, es ist eher so ein Karrieresprungbrett, wenn man das studiert. Genau. Cool, mega. Und du hast ein richtiges Stichwort schon genannt. Du erzählst Geschichten. Oder Genau, du ich. gibst Einblicke in Geschichten, ja. Und ich glaube, es ist auch einer der Gründe, warum wir hier sozusagen zusammenkommen, weil wir auch mit dem Podcast Geschichten oder Einblicke geben möchten, gerade in das deutsch-muslimische Leben, ja, und in die deutsch-muslimische Community und den Menschen dahinter. Und um es vielleicht abzukürzen, aber du kannst dann vielleicht nochmal gerne einen Hintergrund geben. An einem ähnlichen Projekt hast du auch gearbeitet und deswegen auch die Einleitung von mir. Normalerweise, ich sage Maikum, Salam und so weiter und so fort. Aber ich habe diesmal ausnahmsweise gesagt Moin und Salam, weil du an einem gleichgeschriebenen Projekt sozusagen gearbeitet hast. Ich weiß nicht, ob es immer noch läuft, ob das schon final ist oder ob sich das weiterentwickelt. Aber vielleicht holst du uns ganz kurz ab, Julius, oder die Zuhörer, was du da genau gemacht hast. Ja, ich habe ein Projekt gemacht, das heißt Moin und Salam. Vielleicht, also da kann ich nachher noch mal, kann man nachher noch mal drüber schnacken über den Namen. Aber bei dem Projekt ging es ursprünglich darum, herauszufinden, warum sind die Bilder, also die Fotos, die wir so tagtäglich sehen in den Medien, so eintönig und stereotyp zum Thema Islam und Muslime, Musliminnen in Deutschland. Genau, also schauen, welche Mechanismen stecken dahinter. Ja, dann die Möglichkeit zu haben, selber auch Fotos zu machen. Also die Frage, wie würde ich es denn machen, um authentischer zu fotografieren und weniger stereotyp? Genau, und das war so ein Projekt, das habe ich an der AIWG, an der Akademie für Islam in Wissenschaft und Gesellschaft. Die hatten, also ich muss leider sagen hatten, weil sonst hätte ich das allen sehr schwer ans Herz gelegt, die ja sowas Ähnliches vorhaben. Die hatten ein Praxis-Fellowship-Programm.
Das heißt, man konnte sich mit seinen Projektideen bewerben, wo man etwas zu Islam in Deutschland umsetzen wollte und hatte dann so eine wissenschaftliche Begleitung. Also, dass man einfach auch ein Budget hatte, um das umzusetzen und mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen darüber sprechen. Wie setze ich das um? Was sind so Impulse aus der Wissenschaft, die mir helfen könnten? Und ich habe das eben zum Thema Fotografien zu Islam in Deutschland gemacht. Aber es sind da super spannende Projekte entstanden. Cool. Also zum Beispiel ein Kollege Barra, der hat geforscht in seinem Praxisfellowship, wie können Moscheegemeinden grüner werden? Also also nachhaltiger Wir mit hatten ihn Ressourcen arbeiten. übrigens auch im Podcast. Das heißt, wenn ihr dazu auch reinhören wollt, die erste Folge mit ihm, da gibt er ein paar Einblicke entsprechend Ah, auch in das Hammer. Thema. Sehr, sehr gut. Voll gut. Also wahrscheinlich hattet ihr dann schon einige von uns Praxisfellows. Ein anderes Beispiel, das ich auch richtig cool fand, war von Nilgün. Sie hat ein Drehbuch, also sie hat das Praxisfellowship genutzt, um so die ersten ein Drehbuch oder die ersten Schritte zu schreiben für einen Science-Fiction-Film, wo die Maria oder Miriam die Hauptrolle spielt. Spannend. Genau, also es ist total unterschiedlich. Manchmal ging es um was sehr, sehr Theologisches, was die Leute so gemacht haben. Manchmal aber auch eben so wie bei Nürgen und mir, um so Medien, wie können muslimische oder islamische Themen in den Medien umgesetzt werden. Genau, und ich habe dann, wie viele Monate waren es? Ich glaube, insgesamt waren es 18 Monate, wo ich das Fellowship hatte, durch ganz Deutschland getourt bin, um Menschen zu treffen. Und insgesamt ging das Projekt jetzt aber viel länger. Ich habe noch ganz viel danach auch Zeit reingesteckt, um ja mich dem Thema zu widmen, Fotografie und Islam. Das sind so die Schlagzeilen Cool. quasi. Und du hast ja gesagt, du hast geforscht, ne? Warum wird der Islam jetzt in Bildern in einer gewissen Art und Weise dargestellt? Bevor wir überhaupt dazu kommen, ja, was ist denn dein Bild vom Islam gewesen, bevor du das alles gemacht hast? Und mir persönlich ist auch eine Sache immer wichtig. Ich würde gerne in Anführungszeichen ungefiltert sozusagen darüber sprechen, weil manchmal, oder ich sag dir vielleicht eine andere Sorge und danach kannst du entsprechend darauf antworten, ja? Ja, gerne. Manchmal habe ich die Sorge, dass wir uns in den falschen Momenten auf der falschen Art und Weise so ein bisschen in Anführungszeichen Opferrolle so einstellen. Und das sage ich jetzt nicht, ja, weil ich das irgendwie kleinspielen will, weil es gibt gewisse Stigma und all das Ganze. Aber manchmal glaube ich, dass wenn man den Bogen ein bisschen zu sehr überspannt, dass man nicht authentisch ist. Ja? Und deswegen will ich von dir gerne, in Anführungszeichen, deswegen meinte ich ungefiltert, eine authentische Antwort einfach, wie so dein Eindruck ist, weil es mir nicht darum geht, ja, jetzt eine gewisse Stimme oder irgendwas einzufangen, sondern einfach nur im Gespräch zwischen in Deutschland, die vielleicht auf die gleiche Sache schauen, aber von unterschiedlichen Perspektiven, einfach deine Perspektive einzufangen. Ja, du hast es ja schon ganz am Anfang gesagt, ich bin kein Muslim und habe deshalb so eine Außenperspektive. Und ich habe, bevor ich das Projekt gemacht habe, habe ich schon mal zwei Projekte zu dem Thema gemacht. Das erste war so 2012. Da gab es so eine seltsame Bild-Zeitungskampagne, wo so darüber gesprochen wird, was passiert eigentlich in den Moscheen. Und ich glaube, sie haben sogar gesagt, was passiert in den Hinterhofmoscheen? Sind das Terrorcamps? Ich weiß nicht mehr, was die genaue Rahmung war, aber ich fand es richtig, richtig schlimm, dass da schon so losging, oder was heißt da schon, es ist ja schon ewig so, dass die Medien leider zu einseitig, also es weiß man aus der Wissenschaft, dass die Berichterstattung zu einseitig ist. Und ich hatte das damals auch so mitbekommen und habe mich dann gefragt, ja Mensch, ich war selber noch nie in einer Moschee, ist ja krass, wie kann es sein? Also in einer Moschee in Deutschland. Und bin dann einfach losgezogen und wollte mir diese Orte angucken. Und diese Orte und ihre, ja, wie soll man sagen, ihre Atmosphäre. Und habe dann gemerkt, wow, das ist krass. Wenn man diese Räume betritt, man hat sofort so eine Art Andächtigkeit. Und ich habe mich immer sehr wohl gefühlt und sehr demütig. Demütig im Sinne von, okay, hier ist etwas Besonderes in diesem Raum. Und habe damals dann so eine Fotoserie gemacht, wo ich einfach nur die Räume fotografiert habe. Also so echt architektonisch kann man sagen. Auch um zu erforschen, wie hat man es geschafft, aus einer ehemaligen Druckerei oder Autowerkstatt oder Büroräume, weil es sind ja leider oft ungenutzte Räume in Deutschland,
Wie hat man es geschafft, daraus diese besondere Atmosphäre zu erschaffen? Und genau, bin dann zum ersten Mal losgezogen und habe einfach nur Innenräume fotografiert von Moscheen und habe dann ja, mich so dem Thema so angenähert. Ich selbst hatte ein Islambild, das vielleicht, wie soll ich sagen, nicht Einfach aufgeklärter, aber frei raus, also. ja, genau, ja. Ich suche nur das richtige Wort. Ich war halt viel auf Reisen unterwegs. Ich habe im Studium zum beispiel war ich für ein halbes Jahr in Palästina Oh, mach schon. und habe da den Islam schon kennengelernt gehabt und hatte vielleicht ein anderes Islambild als das, das man nur aus den Medien kennt. Okay. Und hier in Deutschland ist es ja so, dass die meisten Menschen den Islam nur aus den Medien kennen, also die meisten Menschen, die nicht Muslime sind. Deshalb war ich dem vielleicht schon so ein bisschen voraus, aber mir war schon klar, okay, so wie das medial dargestellt wird, das kann nicht sein. Also da stimmt doch was nicht. Genau, deshalb war ich da vielleicht ja so ein bisschen interessiert. Okay, ich kenne den Islam aus Palästina, ich kenne den Islam aus anderen Ländern, wo ich war, in der Türkei, Marokko, Tunesien, Algerien. Wie ist das denn mit dem Islam in Deutschland? Wie sieht der eigentlich so aus? Deshalb kam mir das schon nicht ganz koscher vor. Also, dass die Bilder immer so waren. Da dachte ich mir, nee, das kann nicht sein. Ich habe es ja selber gesehen, auch in den Moscheen. Und dann hatte ich, glaube ich, das war so 2014 oder 2015, so eine Zusammenarbeit mit der Islamwissenschaftlerin Riem Spielhaus. Sie hat so eine Broschüre geschrieben zum islamischen Gemeindeleben in Berlin. Und da haben wir, glaube ich, so 2 Jahre lang, ich glaube, ich habe fast alle 80 Moscheen zumindest einmal betreten in Berlin, um halt Fotos für diese Broschüre zu machen. Und spätestens da habe ich gemerkt, okay, krass, diese Fotos, die wir tagtäglich sehen, die haben eigentlich nichts mit oder ganz, ganz wenig mit Realität zu tun. Und deshalb war mir das damals so ein Anliegen, dass ich mich der Frage so richtig widme oder mich damit auseinandersetze. Aber klar haben mich diese ganzen Klischees und Stereotype auch beeinflusst. Also die man so mitbekommt in den Medien. Von wegen, da ist doch bestimmt auch in der Moschee eine Gruppe mit dabei, die sieht das vielleicht nicht demokratisch, extremistisch, was auch immer. Die Jungs da drüben, die da sitzen, da gehe ich mal lieber nicht hin. Keine Ahnung, weil die sehen so vertieft aus oder so vielleicht fundamentalistisch. Da mache ich mal einen Bogen drumherum oder so. Also es ist dann immer. Diese Stereotype sind wie so Kartenhäuser in sich zusammengebrochen, wenn man dann mit den Menschen gesprochen hat. Deshalb war dieses Projekt auch eine ganz besondere Reise für mich, weil ich diese Stereotype, mich damit auseinanderzusetzen und sie selbst zu reflektieren und sie ja, zusammenbrechen zu lassen, das war eine richtig gute Erfahrung auf jeden Fall. Das kann ich dazu sagen, dass ich auf jeden Fall auch beeinflusst war von dem, was man in den Medien so hört oder liest oder sieht. Aber ich hatte halt diesen Anfangsverdacht, na, das kann nicht sein, dass es so ist, wie das so oft dargestellt wird. Du hast für mich zwei interessante Stichworte genannt, Julius. Auf der einen Seite hast du ganz zu Beginn gesagt, dass das in der Wissenschaft in Anführungszeichen belegt ist, ja, dass auf einer bestimmte oder ganz bestimmte Art und Weise über Muslime oder den Islam in Deutschland gesprochen, berichtet wird. Das zum einen. Und das Zweite, was ich von dir rausgehört habe, ist, um dem gegenzuwirken oder dein Mittel, ja, um dem sozusagen vorher gegengewirkt zu haben oder auf dann eine bestimmte Berichterstattung dann kritischer zu schauen, war eben, dass du Muslime kennengelernt hast, durch deine Reisen jetzt zum Beispiel, ja. Kannst du uns vielleicht so, also oder mir zumindest, in zwei, drei Sätzen, wenn es überhaupt geht, zusammenfassen, was denn die Wissenschaft sagt über die Berichterstattung und was ich dann besonders wichtig finde und vielleicht auch deine Einschätzung, wie wichtig ist es, dass, und ich formuliere es mal extra so, ja, dass kein Julius eigentlich auch diese Arbeit macht, sondern ein Yunus oder ein Yusuf oder ein ich weiß nicht wer, um so ein bisschen auch das Narrativ in die eigene Hände zu nehmen. Weil es ist, glaube ich, cool, ne, dass du als Außenstehender vielleicht gerade auch so eine Brücke schlägst, ja, für mich zumindest jetzt auch mental. Ja, Aber voll. auf der anderen Seite eben, ich meine, es waren ja die, also, ne, die Menschen in Palästina oder in Marokko, die sich halt authentisch gezeigt haben.
die wahrscheinlich bei dir auch irgendwo etwas hinterlassen haben. Und deswegen auch meine Frage initial, ja, ich habe das Gefühl, wir haben in Deutschland keinen authentischen Diskurs. Wir verstellen uns so ein bisschen auf beiden Seiten, ja, wenn ich es mal absichtlich so formulieren darf, ne, zwischen, ich sag mal, dem muslimischen Lager und dem nicht-muslimischen Lager oder wie auch immer. Hauptsache irgendwie in irgendwelche Narrative reinpassen, Hauptsache irgendwie nicht das falsche Wort sagen, Hauptsache irgendwie nicht gecancelt werden, Hauptsache irgendwie das. Und ich habe das Gefühl, sehr viel Potenzial geht einfach dazwischen verloren. Ja, auf jeden Insbesondere Fall. in Themen, wo man vielleicht nicht übereinstimmt, wo man vielleicht sogar ganz anderer Meinung ist, aber die Chance dort verpasst zu sagen, ja, okay, dann ist das halt so, du bist anders und muss ja auch einem nicht unbedingt gefallen. Passt mir nicht, aber na gut, wir haben hier eine gewisse Ordnung, wir haben hier ein gewisses System. Solange man sich nicht irgendwie jetzt hier komisch verhält, in Anführungszeichen, ja, lass doch trotzdem schauen, wie man versucht, Potenzial, die Gesellschaft weiter nach vorne zu bringen. Und das ist zumindest immer mein Appell, ja, auch an Zuhörer hier im Podcast etc., zu sagen, ja, es bringt nichts zu sagen, oh, warum wir hier etc. Am Ende des Tages gewinnt immer meiner Meinung nach die Qualität so ein bisschen. Also jemand, der Mehrwert bietet, jemand versucht, die Gesellschaft weiterzubringen. So lernen die Leute einen auch kennen. So die Vorurteile, das Stigma geht dann auch ganz schnell runter und dann sehen die Leute eigentlich einem in dem Licht und sagen, ey, wie du vielleicht das Erlebnis hattest, das Kartenhaus fällt in sich zusammen und die sind ja doch gar nicht so schlimm, wie die Bild-Zeitung berichtet. Jetzt habe ich viele Sachen. Vielleicht fangen wir kurz mit dem wissenschaftlichen Bericht oder die Sichtweise sozusagen, auch mit der Wissenschaft sozusagen auf das Thema. Und dann kannst du vielleicht aufknüpfen, ja, auf die weiteren Worte, die ich gesagt habe. Ja, wow, da steckte ganz viel drin. Ich versuch's mal zu starten mit dem Wissenschaftlichen. Und das ist tatsächlich so, und es gab leider nicht so eine Forschung, die ich finden konnte zum Thema Fotos. Da musste ich dann, das war das Coole an diesem Praxisfellowship, dass ich wen auch immer ich gefunden habe aus der Wissenschaft anhauen konnte, hey, kannst du dich mal mit mir für 1, 2 Stunden hinsetzen und wir sprechen über meine Beobachtungen und du sagst mir, was du davon hältst, aus einer wissenschaftlichen Perspektive. Oder auch, ich habe dann mit so Menschen, die bei Zeitungen arbeiten und Bilder benutzen, gesprochen und habe so live und direct und unter uns, unter drei, sagt man so im Journalismus, gesprochen, ohne off the record, warum ist das so, dass die Bilder so sind, wie sie benutzt werden. Bei mir ging es ja ganz stark um die Fotos. Aber man weiß auf jeden Fall aus der Wissenschaft, dass über 80% der Berichterstattung negativ gerahmt ist oder neutral. Krass. Dass es eigentlich so gut wie keine positiv gerahmten Geschichten gibt zum Thema Islam und Muslime und Musliminnen. Und das ist halt wirklich fatal, weil die meisten Menschen, die nicht muslimisch sind, die kennen den Islam eigentlich nur aus den Medien. Also da spricht man so von Primär- und Sekundärkontakt. Genau, und deshalb, es machen die Medien natürlich ganz viel in dem, wie die Menschen einen Blick auf die Religion oder auf die Menschen, die sie ausüben, haben. Und ich glaube, es gab auch von der Bertelsmann mal so eine Studie, wo gesagt wurde, dass jeder Zweite sogar sagen würde, also der Islam passt nicht zu Deutschland. Das fand ich halt wirklich schockierend und ganz erschreckend, weil, wie du schon gesagt hast, ich glaube, für mich war das gar nicht so, dass ich das Gefühl hatte, okay, ihr seid anders, aber wir gehören trotzdem alle zusammen, sondern ich hatte oder ich habe. Und das ist dieses Besondere beim Austausch, so viel, also gemerkt, da wird so ein künstlicher Keil zwischen einem gedrückt, obwohl wir stundenlang hier sitzen und Tee trinken. Und das ist was ich halt nicht gebraucht habe, weil ich ganz viele Muslime und Musliminnen in meinem Freundeskreis schon habe. Ich habe zum Beispiel mal mit jemandem, der 2015 nach Deutschland geflohen ist, wir hatten so das Gespräch, krass, Alter, wir haben. Also ich bin Muslim, du bist Christ, du bist hier geboren oder hier sozialisiert, und ich bin gerade frisch aus einem Krieg hierher gekommen. Aber wir beide, wir haben doch tausendmal mehr Gemeinsamkeiten, wie du und mein Nachbar damals in Latakia, in Syrien, oder wie du und dein Nachbar, weil wir dieselbe Musik hören, weil wir dasselbe Essen lieben, weil wir dieselben Werte und Normen teilen. Krass, dass dieser Keil zwischen mir, nur weil ich Geflüchteter bin, so in dem Diskurs so reingetrieben wird und dass der uns auch beeinflusst
Und dasselbe Gefühl habe ich auch mit dem Thema Muslim sein oder nicht Muslim sein. Da wird so ein Keil zwischen einem getrieben, obwohl man ja eigentlich dieselben Themen teilt, dieselben Werte und Normen, dieselben Vorlieben hat sozusagen. Aber trotzdem ist dann für viele, denke ich, also das merke ich zumindest in Gesprächen mit Nicht-Muslimen, da so eine Anfangsberührungsangst nur durch das, was im Diskurs so konstruiert wird. Und das finde ich so krass schade, weil ich ja auch bei dem Projekt gemerkt habe, das, was da im Diskurs konstruiert wird, also so ein Bild und das, was die Realität ausmacht, die ich ja irgendwie nochmal ganz besonders intensiv so wahrnehmen konnte, das ist so fern von der Realität, dass es wirklich erschreckend ist und das mir auch Angst macht, ehrlich gesagt, weil ich ja merke, dass da so viele Vorurteile sind bei Nicht-Muslimen, nur durch diese Konstruktion eines Bildes. Vielleicht so viel dazu und zu der Frage mit Yunus und Yusuf. Du hast total recht. Das ist so ein anderes Ding, wo ich auch dann weiter geguckt habe, wie ist es denn eigentlich in den Redaktionen, also wie ist es denn eigentlich mit den Medien? Wer macht denn diese Schlagzeilen, die so schwierig sind? Und es sind halt meistens alte, weiße Männer quasi. Sorry, das so zu sagen, aber es fehlt einfach auch an muslimischen Stimmen in den Redaktionen. Da gibt es einen Verein, die heißen die Neuen Deutschen Medienmacher. Die erforschen quasi, wie viele Menschen in den Redaktionen haben zum Beispiel eine Migrationserfahrung oder haben eine Religion, die nicht so die Mehrheitsgesellschaft repräsentiert. Und es sind nur ganz, ganz wenige. Also ich glaube, 5% war die Zahl. Ich müsste nochmal nachgucken. Aber deshalb ist auch klar, warum sich so Narrative immer wieder wiederholen, weil man es nicht besser weiß und weil einfach auch neue Perspektiven in den Redaktionen fehlen. Ich habe mich dann auch immer gefragt, wer erzählt da eigentlich wessen Geschichte? Darf ich das überhaupt? Und mir ist dann immer total wichtig, oder auch generell in so einem verantwortungsvollen Journalismus, was ich ja auch mache als Fotojournalist, dass man sich die Frage stellt, wer bin ich und welche Geschichte erzähle ich da? Und welche Haltung habe ich dazu? Und bin ich überhaupt aufgeklärt genug zu dem Thema? Und ich fand, dass mir da der Austausch mit der Wissenschaft und mit Menschen, die selbst Theologen sind, die selbst Muslime sind, Musliminnen, extrem geholfen hat, mich auch da so ein bisschen sicherer zu fühlen. Okay, ich erzähle jetzt nicht meine Geschichte, aber ich erzähle eine deutsche Geschichte und ich bin ja auch Teil dieser Gesellschaft. Ich erzähle sie jetzt mal und versuche aber im Laufe des Projekts die Perspektivvielfalt irgendwie herzustellen. Und da war halt so mein einziger Weg, den ich da gefunden habe, mich auch mit muslimischen Fotografen und Fotografinnen zu verbünden. Und wir haben dann noch so eine Bilddatenbank gemeinsam gegründet. Da sind wir im Moment zu neunt und versuchen halt so eine Perspektivvielfalt auf das Thema Cool. herzustellen. Und ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass in dem Journalismus und in der Medienwelt Yunus, Yusuf oder wer auch immer, also auch muslimische Stimmen, viel, viel mehr Raum bekommen, viel, viel, viel mehr Sichtbarkeit. Ja. Sorry, jetzt habe ich ganz lange Nein, ausgeholt, ich aber es war glaube. eine sehr lange Frage. Ja, es war, ich glaube, sehr cooler Einblick auch gerade. Ich meine, besonders jetzt auch der erste Teil, weil ne, das ist so ein Echo konstant im Ohr. Die Medien sind gegen uns in Anführungszeichen. Ich meine, auch einfach nur mal zu hören, Fakten und wissenschaftliche Hintergründe mehr oder weniger. Und auch zu wissen, wie man das eigentlich selber verändern kann, ja, ist ganz wichtig und sehr cool. Du hast sehr oft jetzt gesprochen, Bilder von, Bilder über, Bilder des Islams oder Muslime in Deutschland. Kannst du uns mal in eine Reise mitnehmen oder auf eine Reise mitnehmen, Julius, und ja, uns vielleicht ein Bild sprachlich aufmalen? Irgendein Foto, was du geschossen hast, irgendeine Story, irgendein Hintergrund. Was so ein bisschen auch vielleicht den Kern deiner Arbeit nochmal illustriert, und vielleicht auch uns inspiriert, mehr oder weniger. Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil es ganz, ganz viele Bilder sind und vielleicht irgendwie, warum es so banal und so traurig ist auch, wie ich gearbeitet habe. Vielleicht gehe ich nochmal zu den Bildern, die man meistens so sieht, noch ganz kurz, weil es so, ja, also vielleicht wichtig ist auch zu verstehen. Die Bilder, die man meistens so sieht, das sind halt so Symbolbilder und die benutzt man immer, wenn man zu der eigentlichen Schlagzeile kein Bild hat, das wirklich live und vor Ort geschossen wurde.
Und zum Thema Islam sind es eigentlich immer dieselben, die da benutzt werden. Also es sind entweder Bilder, die Muslime und Musliminnen in Gruppen und von hinten fotografiert zeigen. Also das spricht man so in der Forschung von entindividualisierend. Also dass man keinen Zugang zu Gestik und Mimik haben kann und dazu auch keine so eine menschliche Ebene aufbauen kann. Und die anderen sind exotisierend. Also dass sie so bestimmte Dinge so in Fokus nehmen und rausziehen, wie zum Beispiel Gebetskleidung, arabische Schrift, Halbmond als Symbol für den Islam. Und aber halt nie in so einem deutschen Kontext, sondern die Bilder könnten auch in Indonesien geschossen worden sein und sind sie auch oft. Also da passiert echt viele Fehler, dass man dann Bilder nimmt und illustriert für Islam in Deutschland, die dann aber eigentlich in der Türkei geschossen wurden oder so. Damit ist es easy, den Islam als etwas anderes oder als etwas Fremdes zu konstruieren, auch weil eben dieser menschliche Zugang fehlt. Und nochmal zurück zu dieser Zahl, 80% der Bilder sind negativ gerahmt. Das heißt, es geht um so Aspekte wie Sicherheit oder auch teilweise dieses schreckliche Wort Integration, das was eigentlich auch nichts mit der Religion zu tun hat. Da sieht man dann diese Bilder. Und das, was dann passiert, ist total schlimm, weil man hat diese Schlagzeilen, man hat das Kopftuch gesehen, Menschen von hinten fotografiert oder auch Männer mit Bart in Gebetskleidung. Und man hat diese Schlagzeilen im Kopf und dann bilden sich halt diese Assoziationsketten, dass immer nur, wenn du das Kopftuch siehst oder wenn du eben jemanden in Gebetskleidung siehst, dass du dann halt auch automatisch all diese Wucht dieser ganzen Schlagzeilen sofort bei dir aufpoppen, weil du so konditioniert bist durch die immer wiederkehrenden Fotos und die immer wiederkehrenden Schlagzeilen. Und das ist halt das große Problem, dass sich dadurch so, man nennt es visuelle Stereotype, so tief einbrennen quasi. Und deshalb war es gar nicht schwer, andere Bilder zu fotografieren. Deshalb war es auch so traurig, das mal zu machen, einfach jemanden bei seinem Beruf zu fotografieren oder Wie auch einfach nur krass. in der Moschee Menschen, die Spiritualität leben. Und das war eigentlich total easy. Also man muss da nicht Künstler sein oder so, um andere Bilder aufzunehmen. Was wir Neuen, die uns da in dieser Bilddatenbank zusammengetan haben, ja einfach auch viel gemacht haben. Aber diese Bilder finden halt viel zu wenig Eingang in die Medien. Und das hat halt ganz oft auch mit den Mechanismen dahinter zu tun. Warum werden jetzt genau die Bilder genommen und warum nicht andere Bilder? Genau, deshalb kann ich gar nicht so ein leidenschaftliches Plädoyer halten. Das war das Bild und es hat mich sehr berührt, weil es war eigentlich total einfach, andere Bilder zu schießen, weil man einfach nur mal Menschen in ihren Berufen gezeigt hat. Und deshalb kam ich mir auch manchmal total dumm vor und total blöd, dass ich jetzt den Bäcker fotografiere, jetzt nur weil er muslimisch ist. Weil dann Krass. damit tue ich ja auch sozusagen in der Schublade denken. Aber ich hatte das Gefühl, man muss es vielleicht mal in so ein Narrativ gießen, um zu zeigen, oder auch diese problematischen Bilder zu hinterfragen und zu zeigen, hey, das ist nicht cool, dass immer nur diese Bilder gezeigt werden. Genau. Ich höre jetzt, also was ich jetzt für mich mitgenommen habe, Julius, ist, dass, wie sagt man, Muslime einfach nur zu zeigen oder als Mensch zu zeigen, ja, dass das schon Kontrast genug ist zwischen dem, wie es aktuell oder wie sie aktuell dargestellt werden, weil, wie du hast ein Stichwort genannt, das, was gezeigt wird, ist sehr oft entmenschlicht. Man hat keine emotionale Ebene oder Bezug zu dem, was man sieht. Und dazu kommt dann noch ein Thema. Ich habe für mich immer bemerkt, es ist immer ganz viel schwarz und düster, ja. Obwohl unsere Moscheen und die Leute, die ich kenne, die sind voll farbenfroh und hell. Und das ist jetzt nicht wie in anderen Einrichtungen, ja, wo man, ich weiß nicht, vom Licht schon allein her irgendwie gezwungen wird, auf den Boden zu schauen, in Anführungszeichen. Sondern es ist sehr warm eigentlich, sehr gastfreundlich, sehr, ja, vielleicht auch manchmal zu energisch, ja, und laut auch teilweise, ja. Also ich meine, wenn ich heutzutage in der Moschee bin, manchmal kriege ich sogar Kopfschmerzen, wo ich mir denke, ey, ich komme vielleicht hier, um mich auszuruhen, ja. Und da ist aber so viel los. Und es schwirrte in mir herum, aber Lichtmoment, in Anführungszeichen, für mich ist gerade so, du hast recht, ja, einfach nur zu zeigen, wo wir sind,
und wie wir sind und was wir machen, scheint Kontrast genug zu sein zwischen dem, was vielleicht dargestellt wird aktuell. Ja, und es meine ich sehr, denke ich mal, durch Social Media etc. auch aktuell immer mehr und mehr, aber Social Media ist halt nicht alles, ne? Ich meine, es gibt so viele verschiedene Medien, die den Alltag von uns gerade in Deutschland auch bestimmen, außerhalb von Social Media, wo ja diese Perspektiven dann auch extrem wichtig sind und überhaupt so ein Dosenöffner sind für einen Dialog oder vielleicht Ängste zu nehmen, die dann durch sowas, durch solche vorurteilende Medien geschürt worden sind. Ich weiß nicht, als ich dir zugehört habe, hatte ich eben genau auch so ein Bild im Kopf zwischen wirklich diese Fotos von hinten, da sind mir direkt vier, fünf irgendwie in den Sinn gekommen. Eine Gruppe von Frauen mit Kopftuch, eine Gruppe von Männern irgendwie und dann immer im Titel, ja, irgendwie ein Wort, was absolut immer negativ ist, konnotiert ist, ja. Ja. Und was du gemacht hast oder als ich dir zugehört habe, ist, die Menschen haben sich bei mir im Kopf umgedreht so ein bisschen. Und da habe ich so eine lächelnde Person gesehen. Dann habe ich Ja, so gemerkt, das ist ein schönes Bild auf jeden ja. Fall, aber du hast es total gut beschrieben. Es wäre einfach, eigentlich wäre es so einfach, ein anderes Bild zu zeichnen und andere Bilder zu nehmen. Und ja, das ist auch genau das Gefühl, das ich dazu habe, zu dem, was ich erlebt habe, einfach Wärme und Licht. Und es ist so schade, dass es so wenig vorkommt. Ja. Und es ist auch so traurig, dass es geht halt eigentlich bei der Berichterstattung, die wir meistens haben, ohne dass ich dafür plädiere, also ich würde plädieren, das zu ändern. Auf jeden Fall, natürlich. Also 80% negativ gerahmt ist schlimm und es braucht mehr positive Geschichten, um diese ganzen Klischees und Stereotype zu dekonstruieren. Und es gibt tausende von positiven Geschichten, die man zeigen könnte. Von islamischer Wohlfahrt in Deutschland zum Beispiel, einfach um sichtbar zu machen, wie sehr wir zusammen uns auch für unsere Gesellschaft einsetzen. Das wäre jetzt nur ein Thema, was viel mehr in die Medien könnte. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, die Themen, über die berichtet werden, da geht es ja nicht um die Religion, da geht es nicht um den Islam, sondern geht es eigentlich um Sicherheit, da geht es um Verfassungsschutz, da geht es um, keine Ahnung, irgendwie irgendwelche Bildungsthemen oder so, um jetzt das schlimme Wort Integration zu umschiffen. Vielleicht geht es ja um Bildung oder was auch immer. Aber es werden halt immer die Fotos der Religion hergenommen, für ein Thema, das eigentlich nichts mit der Religion zu tun hat. Und es ist halt super traurig, dass in den Medien, wenn es nicht um den Islam geht oder wenn der Islam nicht irgendwie Teil von dieser Berichterstattung ist, dass es dann funktioniert. Also ein Beispiel ist, also wenn es um eine Bombendrohung geht oder so. Bombendrohung gegen das Museum oder gegen das Rathaus, dann sieht man immer Bilder von Polizei, Bomben, Räumkommando, was auch immer. Aber wenn es um den Islam geht, dann ist wieder dieselben Fotos. Muslime von hinten fotografiert. Oder wenn es um, keine Ahnung, dann tatsächlich um Extremismus geht, also linker Extremismus oder rechter Extremismus, dann schafft man es, Bilder zu nehmen von Logos von Polizei oder Verfassungsschutz, aber beim Islam nicht. Dann nimmt man halt wieder die exotisierenden und individualisierenden Fotos. Und es hat eigentlich nichts mit der Religion zu tun, sondern ganz klar um Sicherheit. Deswegen wäre es eigentlich auch, selbst wenn die Berichterstattung so bleiben sollte, so schlimm, stereotypisierend oder negativ gerahmt, dann könnte man trotzdem andere Bilder nehmen, die halt nicht das immer wieder sich wiederholende, man könnte easy aus dem Teufelskreis halt ausbrechen. Und das finde ich halt so schade und dafür braucht es auf jeden Fall so ein Bewusstsein in der Redaktion. Ja, aber es halt fehlt, weil auch zu wenig Muslime und Musliminnen da Ja. sind und für ein anderes Bewusstsein werben könnten, quasi. Ja, es ist auch so ein Generationsding. Ne, auch in dem Podcast, auch mit anderen, wir haben alle, also mit denen ich gesprochen habe, in Anführungszeichen so das gleiche Bild, wo man gesagt hat, ja, okay, der Fokus, der aktive Fokus ist auch noch nicht da gewesen, dass man sagt, man möchte in diese Bereiche rein, weil man irgendwie Grundarbeit gemacht hat. Man hat sich irgendwie hier ein Heim aufgebaut, Grundinfrastruktur etc. etc. Und ich meine, gerade wenn man aus dem Ausland kommt, dann schaut man sehr viel in das Richtung in Richtung des Finanziellen, wie man sich irgendwie sichert und absichert, ja. Und ich glaube, wir kommen so langsam oder sind mittendrin, um ehrlich zu sein, in so einer Generation, die sich's leisten kann, in Anführungszeichen, eben nicht
durchgehend ackern zu müssen, die vielleicht aus einer in einem familiären Umstand sind, wo man sich eine Zeit nehmen kann, sich zu entfalten etc. Vorher kann ich mir vorstellen, da ging es sehr viel darum. Wir müssen ackern, wir müssen Geld reinbringen, wir müssen versorgen, wir müssen tun, was ja immer noch sicherlich der Fall ist. Aber ich glaube, viel, viel mehr ist man schon in den Sphären, wo man sagt, man muss kein Arzt werden. Man muss kein, ich weiß nicht, Jurist, Anwalt oder sonstiges, was irgendwie gut bezahlt ist, werden, sondern wir können uns hier jetzt dadurch, dass wir den Blick nicht mehr komplett mit dem Gedanken vielleicht noch haben, oh, wir gehen in die Heimat zurück, ja, wie das die Gastarbeiter vielleicht hatten oder andere, die geflüchtet sind, vielleicht den Traum hatten, wieder zurück in ihre aufgebaute Heimat etc. zurückzugehen, sondern viele. Wir sind hier aufgewachsen, sprechen die Sprache, sind hier zur Schule gegangen. Wenn sie im Ausland sind, merken sie, wie deutsch sie in Anführungszeichen sind, ja. Und sich dann sagen, hey, ist jetzt meine Rolle, sowas zu übernehmen. Und vielleicht eine letzte Frage von mir noch oder ein Kommentar. Ich weiß nicht, ob du das kommentieren willst, dann können wir noch einen letzten Schlenker machen zu Moin und Salam, weil das kannst du es dann vielleicht verraten. Weißt du, Julius, ich finde persönlich, also ich sag mal so, ich habe kein Problem damit, ja, als Muslim in Deutschland, wenn im Diskurs oder in der Berichterstattung so berichtet wird. Also meine Erwartung ist nicht, dass man, du hast das Stichwort Integration immer wieder genannt. Ein anderes Stichwort im Gegenzug ist immer so Toleranz, 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 so Friede, Freude, Eierkuchen. Und das ist das, was ich anfangs meinte. Mein Ziel ist es nicht, dass wir alle Händchen haltend in der Gesellschaft, durch die Gesellschaft laufen müssen. Weil ich glaube, da ist auch eine gewisse Schönheit und auch gerade das Potenzial meiner Meinung nach, dass man halt unterschiedlich ist. Ja? Und man auch unterschiedliche Meinungen hat und auch Meinungen hat, wo man sie eben nicht zustimmt oder es vielleicht einem auch nicht passt. Finde ich persönlich völlig in Ordnung. Mein Anspruch als Muslim ist nicht in Deutschland, oh, man muss es mir alles recht machen. Man muss mich wie, ich weiß nicht, den Engel im Himmel darstellen, in Anführungszeichen. Ich habe kein Problem damit, wenn die Gesellschaft oder die Gesamtgesellschaft, wenn ich mich jetzt als Minderheit in Deutschland ansehe, sage, schau mal, mit den und dem Themen stimmen wir nicht überein. Ja? Ich nehme unter Kollegen oder sonst was das Beispiel Alkohol. Ja? Das ist irgendwie weniger stigmatisierend aus irgendeinem Grund. Das hat sich mehr eingependelt. Ja, okay, er ist Muslim, er trinkt keinen Alkohol, habe ich verstanden. Aber selber das nächste Kölsch, Radler, wie auch immer, das zischt man sich dann in Anführungszeichen rein. Ja? Und da habe ich irgendwie kein Problem zu sagen. Oder mit mir ist kein Problem, mit mir zu kommunizieren. Ah, okay, ist halt einfach so. Aber meine Erwartung ist ja nicht, dass die sagen, ja, finde ich cool, weil ich weiß, es ist irgendwie tief verwurzelt irgendwo auch in der Kultur oder wie auch immer, vielleicht ein bisschen zu sehr, ja, und einige, ich kenne jetzt immer mehr und mehr, die sagen, okay, vielleicht übertreibt man dann ein bisschen, aber meine Grundaussage ist, das ist kein Streitpunkt, in Anführungszeichen, ja, und was mich aber dann trifft, ist genau das, was du eben gesagt hast, und wahrscheinlich hat mich das so sehr bewegt eben, dass wenn mir meine Menschlichkeit abgesprochen wird, wenn mir Grundansichten, Grundcharaktereigenschaften, ich weiß nicht, gefährlich zu sein, nicht ehrlich zu sein, hinterrücks Sachen zu tun und auch immer dieses Stigma, oh, nachts um 3 Uhr morgens planen die Muslime die Weltübernahme, ja, irgendwie in Anführungszeichen. Also, wo ich mir denke, boah, wenn man wüsste, was die Gemeinden und alle in der Familie und Leute alles für Probleme hatten, wenn wir, also, ne, das ist so richtig so Pinky and the Brain Zeichentrick, komme ich immer wieder sozusagen auf diese Gedanken, wo ich mir denke, dadurch, also durch solche Hindernisse, verpassen wir die Chance zu sagen, hey, okay, ich meine, wir haben eine gewisse Ordnung in Deutschland, jeder hat hier seinen Platz. Jeder macht mit, ich meine, alle packen an, alle sind am Arbeiten, alle beteiligen sich. Und hier und da sind wir verschieden. Okay, fair enough, weiß ich Bescheid. Aber hier sind, ich glaube, du hast eben mit dem Kollegen auch gemeint, so viele Gemeinsamkeiten, so viele Schnittpunkte, so viele Möglichkeiten eigentlich, die Gesellschaft an sich, wo sowohl Muslime als auch Nicht-Muslime
dran leiden, ja, ob es psychische Probleme ist, das Altersproblem, die Jugend, der ganze Wandel rund um Social Media etc., wo uns so viele Probleme vielleicht umgeben, zu sagen, hey, hier können wir gemeinsam einpacken, anpacken, hier können wir gemeinsam einen Mehrwert liefern, hier können wir gemeinsam irgendwie die Gesellschaft verbessern, weil das in all unserer Sinne sozusagen ist. Und das ist das, warum ich denke, so ein authentischer Austausch vor allem ist auch extrem wichtig, und nicht nur einer, wo man sich gegenseitig anschreit, ja. Aber wie du sagst, ich glaube, die Aufgabe ist dann gerade, oder die Stärke ist dann wahrscheinlich gerade auch in den Bildern, die man vermittelt, in den Bildern, die man weitergibt, in der ehrlichen Perspektive, weil das habe ich auch von dir rausgenommen. Nicht, du meintest ja, ne, du hast einfach Leute bei der Arbeit fotografiert, du hast nicht inszeniert, du hast einfach nur dargestellt, ja, so sind die halt, ne? Der eine ist ein Bäcker, die andere, ich glaube, ich habe irgendwo ein Bild oder so gesehen, irgendeine Person auf eine Schwester im Kopftuch auf dem Skateboard oder irgendwie sowas, ja. Wo ich mir denke, wo ich selber so, hä? Wie? Und dann überlege, ja, okay, was, die ist jetzt auf dem Skateboard, ne? Ist doch normal eigentlich. Du siehst alle anderen auch auf dem Skateboard. Warum nicht eine Frau mit Kopftuch? Ja, vielleicht hast du noch ein paar Gedanken dazu, und dann würde ich so langsam Ja, voll. gegen Ende. Ja, ich denke, das große Problem ist ja, dass man dann so aufs Muslimsein reduziert wird, dass man durch dieses fatale Bild, das gesellschaftlich existiert, darauf so reduziert wird und dass man sich dann gar nicht erst auf Augenhöhe klingt so doof. Und ich habe jetzt auch das Wort Integration ab und zu benutzt, weil die Medien es so stilisieren, dass der Islam oder Muslime oder Musliminnen immer so mit dem Thema so verknüpft werden, ist halt so Schwachsinn und so bescheuert, weil dann kommt ja noch mehr die Schwierigkeit, dass man sich auf Augenhöhe begegnen kann. Augenhöhe klingt immer so doof, aber ich denke, dass durch dieses Medienbild ist halt erstmal dieses ganze Bild vor dem Menschen für viele Nicht-Muslime. Und es fällt dann schwer oder schwerer, sich auf den Menschen einzulassen und sich zu begegnen. Und du hast total recht, Friede, Freude, Eierkuchen ist, das würde, glaube ich, keiner Demokratie gut tun oder keiner Gesellschaft, wenn man nicht anders sein darf oder wenn man nicht Unterschiede haben darf. Und wenn es sich auch mal reibt, dann ist es ja super, weil dann können wir gemeinsam vielleicht auch eine bessere Gesellschaft gestalten. Aber die Schwierigkeit ist eben, dass dieses Bild halt vor der Begegnung erstmal im Raum steht. Und das muss halt abgebaut werden. Für eben viele, die wahrscheinlich noch nie, also ja, noch gar keine echte Begegnung mit Muslimen und Musliminnen hatten und kennen es nur aus den Medien. Genau, aber du hast, ich finde total recht, Friede, Freude, Eierkuchen. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen einfach nur mal den Austausch Ja. quasi. Genau. Sehr cool. Mit Blick auf die Zeit, vielleicht, Julius, du hattest Anfang gesagt, wir kommen nochmal auf Moin und Salam. Ja? Warum der Titel? Und vielleicht ganz kurz noch, dann vielleicht motivierend für dich an die Zuhörer, weil das mehr oder weniger dann auch dein Abschlusswort sein kann. Okay. Wie sie die Arbeit oder das Werk erreichen, sehen und vielleicht erhalten können. Ja, vielleicht, wenn du da nochmal so Input gibst und in Anführungszeichen nicht Werbung jetzt unbedingt schaltest, sondern einfach darüber redest und vielleicht die Leute motivierst, sich dort reinzufuchsen. Okay, wow, wo fange ich an? Deine Fragen sind immer groß. Ich muss den Faden finden, warte. Genau, Moin und Salam. Ich bin, habe ja schon gesagt, ich bin in Süddeutschland aufgewachsen. Meine Eltern sind dorthin migriert und habe dann da, bei uns sagt man eigentlich eher sowas wie Servus. Ich spreche kein Dialekt, aber Moin war so für mich als neuer Hannoveraner irgendwie so auch so eine ja, Identifizierung mit dem Ort. Und ich war, glaube ich, ganz am Anfang für meine Arbeit in Bremen bei einem Imam und habe ihn gefragt, nee, habe einfach nur Moin gesagt. Er meinte dann Moin und Salam. Und das fand ich so cool, weil ich persönlich, ich bin, mir fällt schwer zu sagen, was ist meine Heimat. Ich habe, glaube ich, einfach, also mir geht es dann immer, der Ort, wo ich lebe, es ist meine Heimat und die Menschen, die mir nahestehen, die mir wichtig sind, das ist meine Heimat. Und deshalb sage ich als Süddeutscher eigentlich auch immer Moin. Und das ist Teil meiner Identität geworden. Aber seine Identität war ja eben auch das Muslimsein und Moin und Salam zu sagen, fand ich
cool für so ein Projekt, das Sichtbarkeit schaffen möchte, weil es ja Teil der Identität ist, deutsch und muslimisch zu sein, Moin zu sein und Salam zu sein. Deshalb der Titel. Ich hatte für das Projekt die Unterstützung von der Religionswissenschaftlerin Dr. Raida Spieb. Und wir haben uns dann quasi, ich habe fotografiert und auch historische Fotos rausgesucht, um ja, zu schauen, wie sah denn der Islam vor 100 Jahren in Deutschland aus. Und das ist dann unser Projekt geworden, dass wir historische Fotos mit Bildern, die ich geschossen habe, so in Verbindung bringen, dass wir da so ein Narrativ machen, draus bauen. Und sie ordnet das quasi wissenschaftlich ein oder kommentiert die Fotos mit Erkenntnissen aus der islamischen Theologie oder aus der Religionswissenschaft. Genau, und das ist eine Webseite, die heißt manuzalam.de. Und jetzt haben wir noch ganz frisch ein Buch rausgemacht, wo man quasi ja, sich so durch die Geschichte durchblättern kann und schauen kann, was sind die ersten muslimisch-deutschen Begegnungen, also schon von Karl dem Großen im 7. oder 8. Jahrhundert, bis eben jetzt in die Jetztzeit. Da kann man sich eben über Fotos so einen Zugang geben. Und ich persönlich hoffe da einfach vor allem, dass Menschen, die nicht muslimisch sind, auch zu sehen, dass der Islam schon vor, ja, dass es Musliminnen schon im Mittelalter hier gab, die verschleppt wurden und hierher gebracht wurden, gefangen genommen wurden. Dass man, wenn man diese Bilder sieht, dass man dann vielleicht ja nochmal andere Zugänge bekommt und sich überlegt, ah, okay, krass, schon so lange gibt es Muslime hier, dass das auch nochmal hilft, um so Stereotype so ein bisschen abzubauen. Genau, also moinundsalam.de und im Buchhandel gibt es das Buch. Wenn man sich dafür interessiert, kann man sich bestellen, auf jeden Fall. Sehr cool, Genau. Julius. Ich danke dir vielmals für die Einblicke, für den Austausch. Der hat mich auf jeden Fall selbst ja, erhellt, ja, und nochmal auch das Thema neu reflektieren lassen. Ich danke dir vielmals und ja, Ja, ich danke dir. ich freue mich auf neue Werke und neue Arbeiten vielleicht auch in dem Bereich. Ja, und ich bin gespannt. Ich hoffe auf ganz viele Gäste, coole Gäste, die ihr demnächst noch haben werdet. Und danke, dass ich dabei sein konnte und auch als Premiere sozusagen, als erster Nicht-Muslim. Ja, und in dem Sinne würde ich dann sagen, Moin und Salam. Ja, dir auch und alles Gute. Bis dahin.